begrüßen einen jungen Mann namens Carsten Jowald. Bitte schön. Nee, du bist doch gefüllt. Ja, Carsten Jowald. Carsten Jowald. Carsten Jowald. Carsten Jowald. Carsten Jowald. Mann, also Moment, das reicht. Carsten, Mann! Wer ist hier schon seit... Ach so. Ah. Das wäre dein Auftrag gewesen. Nicht ziehen, drücken. Oh. Machen wir das jetzt nochmal oder wie? Ist okay. Carsten Jowald. Jetzt! Ja! Carsten Jowald! Jowald. Ja, da bist du schon. Hallo, willkommen da. Carsten Jowald. Okay, Yo! Weit. Nee, also, wir machen es so, wenn ich dir sage, gib mir den Beat, du gibst mir den Beat. Ja. Und wenn ich das geheime Zeichen mache, dann lässt du das kurz sein. Und wenn es dann weitergeht, du fühlst es. Du fühlst es, ne? Ja. Ich auch. Jo. Okay, gut, dann machen wir das. Also, okay. Dann, Yeah. Du bist deprimiert, du weißt nicht mehr weiter. Dein Himmel ist nur noch bewölkt, niemals blau. Vielleicht gehst du aber am Wochenende mal nicht saufen, sondern dir Tickets für das Planetarium kaufen, denn da ist am Wochenende das Hörspielkino. Geh dahin, du Opfer, sonst machst du mich wütend wie ein Dino. Hörspielkino unterm Sternenhimmel, im Zeiss Großplanetarium, Prenzlauer Berg. Merk, merk. Und im Urania in Potsdam, nördlich vom Samunda Endmoränenbogen. Radio 1 ist da auch schon hingezogen. Hörspielkino unterm Sternenhimmel, immer freitags, immer samstags, immer 20 Uhr, ihr gebt mir zurück. Immer 20 Uhr. Immer 20 Uhr, ihr macht wirklich mit. Immer 20. Yeah, okay, Hörspielkino unterm Sternenhimmel, präsentiert von Radio 1, 1, Baby, yeah. 1, nee, warte mal, neu. 1, 1, Baby, yeah, okay, gut. Okay. Toll. Fandst du? War okay? Ja, toll, bravo, großartig. Es gibt ihn wirklich. Carsten Jowald. Es gibt ihn wirklich. Das ist Carsten Jowald. Herr Jowald, Sie machen... Kannst Carsten sagen. Ich kann was? Kannst Carsten sagen. Carsten, okay. Ist okay, ist okay. Okay, gut. Carsten. Aber mit C. Gut, ich sag's Carsten mit C. Carsten, du machst Werbung für Radio 1 zurzeit, eben, also du als Rap-Künstler. Ja. Für Kino unterm Sternenhimmel. Und was braucht man... Also, oder warum bist du persönlich Rap-Künstler geworden? Was war deine Motivation? Motivation, also warum machst du die Scheiße? Also, weil ich Respekt wollte von den Leuten, mit denen ich umgehe, weißt du? Ah, so. Die das nicht scheiße finden. Aber egal, ja. Nee. Also eigentlich wollte ich so richtig professionell Amateur-Volleyballerin werden. Und das hat mein Körper nicht zugelassen, weil ich dann mit 31 meinen ersten Bandscheibenvorfall hatte. Und dann dachte ich halt, okay, machst du Musik und auch wegen den Frauen und so. Weil kann ich verstehen. Die finden das, glaube ich, ganz gut. Also wenn ich kann die mal fragen, wie die das finden. Ich glaube ja, also mir geht's ähnlich. Gut, sag kurz noch, was braucht man, um ein Rap-Künstler zu sein? Spontanität? Ah, ja, ja. Und Selbstsicherheit, glaube ich auch, ganz, dass das ganz wichtig ist und so. Gut, das, beides hast du ja zum Glück. Ist das jetzt, ist... wie macht man so, yo? Ich mache immer einfach irgendwie und ach so. Die Leute finden das dann gut. Ah gut, meistens. Okay. Gut, für die Hörer zu Hause, wir üben so Styles jetzt, so Raps. Ach so, echt? Ja, ist ja Fernsehen, da kann man mal ein bisschen... Genau, auch. Ja. Aber, also es wurde ja viel gerätselt bei Radio 1, auch bei den Hörern. Gibt es diesen Carsten Jowald, gibt es ihn nicht? Ja, es ist Verkleidung. Es ist, du, das also, ist eine Maske. Sag mal genau, wer ist jetzt der echte Carsten? Also das ist jetzt... Das ist der echte, ja? Das ist ja, alles nur okay. So, aber das... Und muss das auch reichen. Ist die Bühnenverkleidung. Okay. Ja. Herr Carsten, schön, dass Sie da waren. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, grüß noch schnell jemanden. Hi! Gut! So. Carsten, danke, dass du da bist. Carsten Jowald! Viel Glück für deine weitere Karriere! Carsten Jowald!
Carsten Joweit.